bunten Farben beim Handball mit Blau und roten Trikots. Eine Mannschaft, die einige Stammkräfte schont für große Aufgaben im europäischen Vereinshandball, aber die immer noch so gut ist, dass die deutsche Mannschaft hier nicht als Favorit in die Partie geht gegen die Spanier. Deutsche Mannschaft beginnt offensiv, aber nicht mit einer 3-2-1-Formation. Das ist auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl, hat man zumindest gesagt. Aber wenn man offensiv rausgeht, dann ist man zumindest anfällig am Kreis. Und deshalb die frühe Führung für die Spanier. So, schauen wir auf die Angriffsformation der deutschen Mannschaft. Knorr darf diesmal beginnen. Gegen die Schweden war das nicht der Fall am Donnerstag. Da kam er erst nach einer guten Viertelstunde rein ins Spiel. Der Mann, der einen großen Erfolg gefeiert hat, nämlich mit dem Pokalsieg mit den Rhein-Neckar Löwen in Köln. Sie haben das bei uns live im Ersten verfolgen können. Witzke und Knorr. Dazu Steinert auf der rechten Seite. Erste Parade und damit die erste Möglichkeit für die Spanier im Umschaltspiel. Das sie gut beherrschen. Knorr geht in der Defensive dann auf die Außenposition. Das ist Sergio Hernandez. Torwart spielt im Vereinsalltag bei Benfica Lissabon. Viele, viele Spieler der Spanier in ausländischen Ligen unter Vertrag. Der noch prominentere Keeper, der wird noch reinkommen. Es ist Gonzalo Pérez de Vargas, einer der Besten seines Fachs. Tarrafeta. Gut von Steinert verteidigt, sehr ballorientiert. Ja, das Mittel der Wahl, das war schon oft so bei den Spaniern. Das Anspiel an den Kreis und die Parade von Andreas Wolf. Unumstritten der beste deutsche Keeper. Knorr. Ja, er sucht durchaus auch mal das riskante Spiel und den Abschluss. Das haben die Spanier nicht in der Vergangenheit schon für großartige Torhüter gehabt. Barufet aber natürlich wirklich die Legende Gonzalo Pérez de Vargas in den letzten Jahren. So, Kastening auf rechts außen dabei, ist übrigens sein Comeback nach Kreuzbandriss im Vereinsalltag bei der MT Melsungen schon wieder etabliert. Knorr, stark! Das machen sie super auf Angel Fernandez, einer der vielen Spieler, der sein Geld in Frankreich verdient. Bei ganz unterschiedlichen Clubs, nicht nur bei der Spitzenmannschaft von Paris Saint-Germain. Kastening, gut reingekommen. Timo Kastening, einst Deutschlands Handballer des Jahres und dann in den letzten Monaten außer Gefecht gewesen im vergangenen Jahr, Kreuzbandriss. Und deshalb weder im Liga-Alltag und natürlich auch nicht bei der Nationalmannschaft mit dabei. Er also nur im Angriff dabei, dann kommt Köster in die Defensive. Der sich weit nach vorne orientiert. Wolf muss nicht eingreifen. Knorr. Ja, Mertens nimmt da die Luft raus, war auch nichts draus zu machen aus der Aktion. Deshalb der Neuaufbau. Abwehrangriffwechsel hat schon funktioniert. Köster ist schon draußen und Kastening auf der Rechtsaußenposition. Steiner. Knorr, Witzke, die viele Positionswechsel organisieren. Steinert, schwer was draus zu machen. Ja, Kreis betreten und deshalb Ballbesitz für die Spanier.
Tarrafeta. Linker Rückraum, ganz erfahrener Mann mit Antonio Garcia. Das ist Ribeiro. Ein super Trainer mit großartigen Erfolgen. Die letzten drei Europameisterschaften war Spanien immer im Finale. Zwei haben sie gewonnen. Und er war immer der Coach. Knorr! Zweiter Treffer von ihm. Der hat heute einen schönen Zug zum Tor, zum Kreis, zum direkten Abschluss. Er passte sich dem Niveau am Donnerstag nicht an. Er passte sich an. Er gehörte auch zu den Spielern, die nicht so zum Zug kamen wie üblich. Und das war Ferran Solé, einer der besten Rechtsaußen der Welt. Super spektakulär kann er sein, muss er aber nicht immer. Einer, der schon sehr, sehr lange in Frankreich spielt. Jetzt beim Topclub Paris Saint-Germain, zuvor in Toulouse. Knappes Spiel, aber interessanter Auftakt. Witzke. Auf Goller. Kommt an, den macht er. Der Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft, Johannes Goller. Kurz nochmal zur Erklärung, was ist das? EHF Eurocup. Es ist ein Turnier der vier Mannschaften, die bereits fix für die Handball-EM 2024 in Deutschland qualifiziert sind. Die Deutschen natürlich als Gastgeber und dazu die drei Top-Mannschaften der letzten EM. Die mussten nicht in den Quali-Modus, sondern direkt qualifiziert. Und damit sie im Spielrhythmus bleiben können, gibt es diesen Eurocup jetzt die dritte Auflage. Und das ist natürlich hochkarätig besetzt. Ein solcher Vergleich mit den Schweden, mit den Dänen und mit den Spaniern. Und deshalb bekamen die Deutschen auch bislang ihre Grenzen aufgezeigt. Denn das sind die Besten der Welt. Und dann sehen wir, da fehlt noch eine ganze Menge. Witzke. Sie suchen den Weg an den Kreis. Nicht nur Witzke, sondern auch Knoch. Typisch spanisch, das sind massiv gebaute Abwehrspieler. Da braucht man dann auch solche Einzelaktionen. Juri Knorr ist super im Spiel, dritter Treffer. Der hat ja eine ganz besondere Beziehung zum spanischen Handball, denn er ging mal nach Barcelona in das Nachwuchsleistungszentrum beziehungsweise vor allem in die zweite Mannschaft von Barça. Ja, und dann sammelte er auch Erfahrung in der ersten Mannschaft. 6 Einsätze in der Liga Asobal. Und deshalb hat er auch dieses besondere spanische Gefühl, dieses Kleingruppenspiel. Und das ist ja die ganz besondere Handballphilosophie der Spanier. Das hat er dort gelernt in diesem Jahr. Super Pass von Wolf auf Mertens. Schön. Und Wolf ist im Spiel. Und Mertens hat den Ball. Und Köster kann ihn weiterleiten. Auf geht's, Jungs. Ist ein schöner Auftakt der deutschen Handballnationalmannschaft. Und das Publikum ist auch gleich da. Und die Reaktion der Bankspieler ebenfalls. Oh, super gespielt auf Goller. 7 Meter holt er raus. Schiedsrichter übrigens Lars Jorum und Harvard Kleven aus Norwegen haben in der Vergangenheit durchaus Spiele mit deutscher Beteiligung gepfiffen. Unter anderem bei der WM 2001 Deutschland-Brasilien oder auch in dieser Champions-League-Saison den SC Magdeburg gegen Zagreb im Heimspiel des deutschen Meisters. Juri Knorr gegen Perez de Vargas, den er also kennt aus seiner Zeit vom FC Barcelona. Torwartwechsel also für diesen 7 Meter. Und es gibt die erste Auszeit. Und die wird genommen vom spanischen Coach. Aber wir hören rein bei Alfred Gislason. Hey Jungs, es ist sehr gut. 10 Minuten lang, okay, wir haben bestellt nur 10 Minuten. Sei jetzt bereit, dass ihr eventuell 15 Seiten abbekommt.
Okay, das ist sehr gut möglich, dass 5 plus 1 Abwehr jetzt kommt. Okay, ja, das ist sehr, sehr gut gelöst. Und vor allem, die Abwehr ist super kompakt. Ja, richtig gut, die Abwehr. Aber weiter, wir laufen die ganze Zeit. Bei 5-1 ist noch ein Problem beim Rücklaufen bei denen. Ja, und was ihr auch sehr, sehr gut macht jetzt, ist Rücklaufen. Wir schaffen das, so diesen Stoppen da. Okay? Also, wir richten uns ein, und das hat Alfred Gislason getan, dass die spanische Abwehr sich anders organisieren wird. Das werden wir dann gleich sehen. Dominik, wie gefällt dir der Auftakt? Sehr gut, vor allem die Variante mit zwei Spielmachern zu spielen, mit Jurik Knorr und Luka Witzke, dass man da einfach noch mehr Spieler hat, die Durchbrüche suchen. Zwei Spielmacher auf einmal auf dem Spielfeld zu haben, funktioniert hervorragend im Angriff. Und Alfred Gislason sagt auch gerade in der Abwehr, gutes Timing, Steinhardt immer diagonal angreifen. Machen sie sehr gut im Moment. Ja, eine Nachfrage noch, Dominik. Weil es so euphorisch gefeiert wurde, dieses Kontertor von Mertens, das hat uns einfach auch gefehlt, ne, in den letzten Spielen. Dieses Umschaltspiel, hinten Ball gewinnen und dann Konter. Die einfachen Tore mit Andy Wolf zusammen, dann kann er ja den Gegenstoß einleiten. Da musst du nicht viel im Angriff dich aufwirbeln und kannst im Gegenstoß das Tor machen. Habe ich auch früher gerne gemacht. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das reißt dann auch die Zuschauer wirklich mit von den Sitzen. Aber auch eben der Ballbesitz möglich. Aber es gibt die erste Zeitstrafe für die deutsche Mannschaft. Wegen Ziehens am Trikot, klammernd. Was ist übrigens, ja, da sehen wir es auch. Er lässt ihn dann los, aber zunächst hat er ihn fest von hinten umklammert. Deshalb Zeitstrafe für Witzke. Es kann übrigens heute etwas ganz Besonderes geben, nämlich eine Coaches-Challenge. Das heißt, den Antrag eines Video-Replays, einer Wiederholung, oder beziehungsweise, dass man sich das noch mal genauer anschaut, das hat es im Nationalmannschaftshandball noch nicht gegeben. Im dänischen Vereinshandball wurde das schon getestet und es soll eine Weiterentwicklung geben. Pro Team gibt es eine Coaches-Challenge und ich bin mir sicher, wir werden das heute auch noch erleben. Treffer von Emanuel Gassiandia. Spielt in Ungarn bei Szeged. So, das ist die angesprochene, das werden wir gleich sehen. Abwehrvariante der Spanier. Mit einem ganz offensiven Mann vorne auf der Eins. Und das hat der deutschen Handballnationalmannschaft in der Vergangenheit schon unglaublich oft zu schaffen gemacht. Wir erinnern uns an vergangene Europameisterschaften. Unterzahlsituation bei der deutschen Mannschaft kompensiert. Wolf ist draußen, der Torwart auf der Bank, dafür ein sechster Feldspieler drin. Steinert. Stürmerfahrt. Zeitspiel drohte auch, Tor ist leer, wie schon angesprochen. Anschlusstreffer für die Spanier. Deutschland noch eine knappe Minute in Unterzahl. Ja, das ist unangenehm, wenn eine Mannschaft, so wie jetzt die Spanier, sie werden das gleich wieder sehen, mit einem so vorgezogenen Mann agiert, der permanent die Passwege stört und zuläuft. Schauen Sie mal, man muss permanent schauen und das kann zu Fehlern führen im Aufbauspiel. Es ist sehr kompliziert. Köster. Und das liegt auch daran, dass im deutschen Liga-Alltag wenige Mannschaften so operieren in einer so offensiven Deckungsformation. Deshalb tun sich deutsche Mannschaften häufig schwer. Köster. Knorr. Schrittfehler. Ja, es hatte einen guten Grund, weshalb Alfred Gislason auf diese bevorstehende Deckungsumstellung hingewiesen hat. Er hat das geahnt, dass sein Gegenüber Jordi Ribera diese Variante ziehen wird bei seiner Auszeit. Garcia. Wolf hat seine Ecke zu mit seiner dritten Parade. Witzke. Muss ein klares Foul sein. Der Freiwurf ist unstrittig. Andreas Wolf bei Till Klimke, der bei diesem Lehrgang, bei diesem Länderspiel den Vorzug erhalten hat vor Joel Bierlehm von den Rhein-Neckar-Löwen als zweiter Torwart. Und man kann da ruhig von dieser Abstufung erster, zweiter Torwart sprechen in der Hierarchie
der deutschen Handball-Nationalmannschaft zwischen dem Pfosten. Witzke. Auch das ist nicht nur er persönlich, sondern die gesamte deutsche Handball-Nationalmannschaft leidet in den letzten Spielen an der Verwertung bester und klarer Torchancen. Und das war eine. Es liegt nicht daran, dass sie sich keine Chancen erarbeiten, sondern an der Verwertung. Knorr, super gespielt auf Goller. Super gespielt und clever verwandelt. Dallavita. Garcia, auch klasse gespielt. Auf den von außen eingelaufenen Ferran Solik. Das gibt dazu eine Zeitstrafe, schätze ich mal. Schiedsrichter werden sich beraten. 7 Meter ist unstrittig. Die Zeitstrafe gibt es noch dazu. Für Pessinger. Zweite Zeitstrafe in Spanien. Das war wirklich ein hauchzarter Berührer. Und 7 Meter. Aber der reicht natürlich dann auch, um als Spieler, der ja wirklich mit Volldampf ankommt, aus dem Gleichgewicht zu kommen, sich möglicherweise zu verletzen. 7 Meter Duell. Jetzt heißt es Hernandez gegen Juri Knorr. Auch den zweiten macht er sehr sicher rein. Und er hat jetzt schon 5 Tore auf dem Konto. Von 9. Und nochmal, das ist ja nicht irgendein Gegner. Wir reden über die Spanier, die, man kann fast sagen, in egal welcher Formation sie auftreten und antreten, immer zu den Besten der Welt gehören. Auch die Spanier bringen in dieser Unterzahl den 6. Feldspieler rein. Tarrafeta. Und Wolf. Freiburg für Spanien. Stürmer vor. Und damit Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Wolf leitet ein, Köster und Knorr. Kastening kommt wieder auf die Rechtsaußenposition, aber die Spanier waren gut im Rückzugsverhalten. Da ist noch Potenzial drin für die deutsche Mannschaft. Erste, zweite Welle. Sie brauchen, Dominik Klein hat es angesprochen, unbedingt diese Tore, um wirklich erfolgreich zu sein. Das war richtig klasse. Also was Goller aus diesen Anspielen macht, ist wirklich sensationell. Schauen Sie sich das an. Hier, wie der klar gehalten wird, dafür gibt es übrigens auch die Zeitstrafe, völlig zu Recht. Aber den dann noch so zu verwerten, stark. Johannes Goller. Damit doppelte Unterzahl bei den Spaniern, auch wenn 5 Mann auf dem Feld sind. Aber Torwart ist ja auch noch raus. Und zumindest 5 Feldspieler zu haben. Deutschland erstmals 3 Tore vorn. Auf dem Feld Daniel Duschebaev, jetzt am Ball. Alex diesmal nicht nominiert, nicht dabei. Zeit spielt rot. Guter Block der deutschen Mannschaft. Arm bleibt damit oben. 4 Pässe insgesamt, maximal. Unter Druck kommt es dann zu solchen Abschlüssen. Deutsche Mannschaft muss Gas geben, weiter und an sich glauben. Knorr. Ja, Knorr hat das da noch gesehen, dass sich die Abwehr so einen Spalt öffnete. Aber da ist natürlich mit Makeda ein Topmann dabei, der macht die Lücke zu. Knorr ist gut. Knorr ist richtig, richtig gut. 11-7, 4 Tore vor. Das ist eine andere deutsche Mannschaft heute. Aber, das hatte ich auch schon mal erwähnt, der spanische Handball liegt der deutschen Mannschaft eher. Auch wenn die letzten großen Vergleiche seit 2019, da gab es den letzten Sieg bei der WM nämlich, dann alle an die Spanier gingen, aber da waren nicht nur krachende Niederlagen dabei, sondern auch wirklich enge Duelle.
Ja, hoffentlich nichts passiert. Kopftreffer. Bei Johannes Goller. Sofort die Entschuldigung. Sofort angenommen. Und sofort geht's auch weiter. Gassi. Oh, der Pass. Und wie von Jorge Maqueda mit seinem ersten Treffer in diesem Spiel. Er gehört zu der großen Generation des spanischen Handballs im letzten Jahrzehnt. So, jetzt gibt es wegen Meckerns eine gelbe Karte gegen Jordi Rivera, der die spanische Handballnationalmannschaft, der übrigens übernahm nach der EM-Niederlage gegen die deutsche Mannschaft in Polen 2016. Jordi Rivera, 60 Jahre ist er alt. Knorr. Steinert. 7 Meter. Sie geben Abwehr im Kreis. Führt zu kleineren Diskussionen. Ja, und Abwehr im Kreis ist es eigentlich auch nicht. Fernandes stand nicht im Kreis. Bislang alle 7-Meter-Würfe erfolgreich verwandelt von Juri Knorr. Macht er den dritten auch? Ja, und zwar sehr souverän. Insgesamt bereits sein 7. Tor und damit ist er auf einem sehr guten Weg. Da braucht er noch 2, dann hat er 150 Tore bereits erzielt in der Nationalmannschaft und das in seinem 41. Länderspiel. Hinter der Deutschen Bank macht sich ein junger Mann warm, Justus Fischer. Sie sehen es unten am Bildrand, ganz junger Kreisläufer von Hannover-Burgdorf, denn dieser Lehrgang der Nationalmannschaft und die Länderspiele bieten auch die Gelegenheit, ganz jungen hier zum Einsatz zu kommen. Gehe ich später dann drauf ein. Aber erstmal sind es die Erfahrenen. Im Rückraum mit Witzke, mit Knorr, die das sehr gut machen, mit Steinert. Oh, das war ein leichter Ballverlust. Missverständnis, kann passieren. Garcia macht das richtig gut und verkürzt für Spanien. Es bleibt dabei, Deutschland führt deutlich. Kastri, komm! Genau das braucht die deutsche Mannschaft. Dieses Tempo, sie hat doch schnelle Leute. Sie braucht Selbstbewusstsein, sie braucht natürlich auch Präzision im Anspiel, aber dann eben auch Präzision im Abschluss. Und dann läuft's. Und dann läuft's auch gegen solche Gegner. Auch da in der Mitte der hoch aufgeschossene Mann, einer der Jungen auf der Bank, Philipp Awansu vom GWD Mitten, Leihgabe der Rhein-Neckar-Löwen. Auch der wird noch kommen, da bin ich mir sicher. Sehr gut gemacht. Den Körper eingetreten. Cooliger, großer Mann Javier Rodriguez. Einer der wenigen heute der Nationalmannschaft, der in Spanien sein Geld verdient. Jahrgang 2002. Auch die haben die Jungen heute mit dabei. Die Spanier. Knorr. Macht er super gerne diesen Dreher blitzschnell. Und dann das Anspiel zu Knorr. Gibt zu Recht Szenenapplaus für diese Aktion. Schauen Sie mal. Blitzschnell. Da brauchen wir, also brauchen wir eigentlich die doppelte Zeitlupe, um nachzuvollziehen, was da Juri Knorr anrichtet mit dem Gegner. Dann das Anspiel und den Applaus vom Trainer gibt's oben drauf. Juri Knorr.
Auch den macht er. Variantenreich. Klar im Abschluss. Da sind keine Mätzchen dabei, sondern einfach extrem präzise abgeschlossen. Rechts oben rein. Zwei Minuten Zeitstrafe wegen Trikotziehens. Christoph Steinert muss raus. Ein extrem flexibel einsetzbarer Mann vom HC Erlangen, weil er eben auch die Rechtsaußenposition besetzen kann. Ja, das war dieser Kampf da am Kreis, den haben die Schiedsrichter gesehen und geahndet. Mit 33 übrigens der Älteste im Team der deutschen Nationalmannschaft. Makeda. Super den Ball erkämpft. Sehr, sehr gut gemacht von Justus Fischer. Ein Mann, das hat mir Martin Heuberger gesagt, der Trainer der U21-Nationalmannschaft, der im Team, im jungen Team der Nationalmannschaft, mit viel Emotionalität vorangeht. Jetzt also am Kreis und im rechten Rückraum noch ein junger Mann, Renas Uschins. Auch er spielt für Hannover Burgdorf und hat ein super Debüt gegeben am Donnerstag mit 5 Treffern in Schweden. War der beste Feldspieler. Und das nimmt er gleich mit. Das nimmt er gleich mit, das Selbstbewusstsein. Das muss man sich mal trauen, auch wenn die deutsche Mannschaft hinten im leeren Tor einen Treffer kassiert. Aber so reinzukommen, boah, das war super. Ah, der war drüber. Pardon. Und warum ist Renas Uschins hier mit der 23, haben wir ihn kurz gesehen, im rechten Rückraum so wichtig? Weil diese Position ein großes Problem beinhaltet, ein großes personelles Problem. Fabian Wiede, ganz offensichtlich, ist kein Thema mehr für die Nationalmannschaft. Fischer, die Jungen machen's! Die Jungen machen's! Kai Häfner, so wie andere, hat abgesagt. Da gab es Verletzungen, es gab Erkrankungen. Kohlbacher ja auch nicht mit dabei. So, jetzt schauen wir mal, was es hier gab. Wechselfehler möglicherweise. Ja, wird kontrolliert. Das Kampfgericht kann ja auch eine Videokontrolle anfordern, nämlich dann, wenn es beispielsweise einen Wechselfehler gibt. Jutta Ehrmann-Wolf ist übrigens, wenn man so will, die oberste Schiedsrichterin des Deutschen Handballbundes. Und sie hat diese Unterbrechung beantragt, schaut sich das jetzt auch selbst an. Ein Wechselfehler muss ja bestraft werden und dann mit einer 2 Minuten Zeitstrafe belegt. Das hat sie ganz offensichtlich nochmal gecheckt. Also ich habe jetzt nicht erkennen können, dass das jetzt schon eine Coaches-Challenge gewesen wäre. Dann hätte die Deutsche Bank, es gab einen deutschen Wechselfehler, genau der wurde gecheckt. Und für diese Situation gibt es eben die Video-Area, in die man nochmal reinschauen kann. Und wenn das Kampfgericht sich da unsicher ist, und dann wird das eben mit einer 2 Minuten Zeitstrafe belegt. Deutschland also dementsprechend in Unterzahl. Also das war keine Coaches-Challenge, von der ich vorhin gesprochen habe. Aber das ist die nächste Parade von Andreas Wolf. Gab ja durchaus Diskussionen, wie geht es mit ihm weiter, weil sein Club Kielce in enormen wirtschaftlichen Problemen steckte. Aber die haben sich ja nun wieder bereinigt und gab natürlich auch Diskussionen. Kehrt Andy Wolf möglicherweise, wenn sein Verein vertragsbrüchig wird, wenn das Geld nicht mehr läuft, vielleicht in die Bundesliga zurück. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Ball von ihm, gerade in Unterzahl. Sie spielen das gut über den Kreis. Er macht es gut im Abschluss.
Justus Fischer. Aber das Handspiel kam einmal mehr von Juri Knorr. 17-10. Und die Spanier sind gezwungen, eine weitere Auszeit zu nehmen. Und ich glaube, wir werden jetzt einen sehr zufriedenen Bundestrainer hören, denn dessen Worten lauschen wir. Jetzt ist es erstmal, jetzt ist es richtig, richtig konzentriert zu bleiben, okay? Es ist sehr, Ball läuft sehr gut, wir haben noch Unterzahl, eine Minute. Versuchen wir das zu übersehen. Und vorne, ja, richtig gut, also richtig gut, Jungs. Wir bleiben mit Fischi. Der Kass, Olli ist einfach drin für Fischi. Ja, mit Julian auf der 3. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viele Wechsel erstmal haben. Zurücklaufen. Ja, genau. LG, los. Dominik, du kennst ja diesen Mann sehr gut aus deinem Vereinsalltag. Wie häufig ist der zufrieden eigentlich, ein Alfred Gislason? Ich habe dich nicht verstanden, war so laut. Sag mir, ich sag's nochmal, weil du ihn so gut kennst, Alfred Gislason, aus deiner eigenen Vergangenheit. Wie oft ist der eigentlich mal zufrieden? Also das ist sehr gut, das haben wir nicht so oft gehört in der Auszeit. Er ist ja generell gelassener geworden nach der Station in Kiel, auch jetzt als Nationaltrainer. Aber das hat er mit einer ruhigen Art, gibt er auch was zurück an seine Spieler. Danke für diese kurzen Einblicke in deine eigene Vergangenheit. Wir schauen uns den Treffer an von Jorge Maqueda. Wir haben jetzt mal ganz bewusst nicht irgendwas analysiert. Ihr habt genug Zeit, dann auch in der Halbzeitpause auf dieses Spiel einzugehen, das wirklich versöhnlich ist, das muss man sagen. Was aber auch nicht grundsätzlich jetzt gleich wieder alle Diskussionen wegwischt, denn wir haben sehr viele Baustellen bei dieser deutschen Handballnationalmannschaft auf dem Weg zur kommenden Heim-EM. Denn die soll ja ein Erfolg werden. Knorr. Witzke. Sie spielt's geduldig. Ohne Hektik. Warten noch mal auf das Foul. Können gleich ergänzen. Und Alfred Gislason nimmt auch seine erste Auszeit in diesem Spiel. Und wir hören gleich nochmal zu. An der Zufriedenheit dürfte sich ja normalerweise nichts geändert haben. Und wir haben 5 Sekunden, wenn wir vollzählig sind, okay? Alles gut. Hey! Was machen wir aus dem Freiburg? Im Russen, oder? Ja, genau. Das war sehr gut. Der Hand liegt, wenn er richtig ist. Öffnen, kreuzen. Ich gehe über, du spielst Russe mit Steini. Genau. Hol Steini rum und dann komme ich nochmal raus. Ja, komm ich nochmal raus. Okay, geh. Weißt du? Ja, Witzke haben wir gesehen. Der hat dann am Ende das Kommando noch ein bisschen übernommen, was in der nächsten Aktion gespielt werden soll. Alfred Gislason hat das Ganze eingeleitet mit den Worten: Pass auf, wir sind noch 5 Sekunden auf der Uhr, dann ergänzen wir, dann sind wir wieder komplett. Und dann übernimmt der Mann mit der 99 vom SCD HFK Leipzig das Kommando. Steinert. Ja, kein guter Abschluss. Aber wir haben sehr viel Positives gesehen bislang in diesen 25,5 Minuten der ersten Hälfte. Maqueda. Steinert gut. Willkommen links, jetzt haben wir ihn im Bild. Agustin Casado spielt in der Bundesliga noch bei der MT Melsungen. Dann ist das Gastspiel aber auch schon wieder erledigt. Ist übrigens auch in der Bundesliga der beste, erfolgreichste Werfer der Nordhessen. Casado. Wolf ist da. Deutsche Mannschaft hat das Problem durchaus behoben, anfangs mit der offensiven Deckung. So 2-3 Angriffe hat es nicht so gut funktioniert. Mittlerweile haben sie das sehr gut im Griff, vor allem auch mit dem Spiel über den Kreis. Steiner. Abwehr im Kreis, da war es deutlich.
Und dazu auch noch der körperliche Eingriff. Also da gibt es auch keinerlei Diskussionen. Schauen Sie mal hier. Ja, also ja, brauchen wir gar nicht mehr weiter auszuführen und zu diskutieren. Knorr. Auch der sitzt. Das ist sein 9. Treffer und damit das 150. Länderspieltor. Und damit hat er fast einen Viererschnitt pro Länderspiel. Das ist schon echt eine Nummer. Duschebay. Oh, das war ein toller Pass. Auf links außen. Wolf macht das kurze Eck zu, ist selbst nicht dran. Ball geht an den Pfosten, dann ins Aus. Deshalb Ballbesitz für die deutsche Mannschaft. Geht schon wieder auf die andere Seite. Deutschland bekommt mehr Tempo rein. Goller gibt nur den Freiwurf. Und zwar, weil ein Fuß dran war am Ball. Und nicht wegen eines Fouls am Kapitän der deutschen Mannschaft. Stürmerfoul. Goller. Ach, da sind drei Mann gegen ihn. Das wird schwer, selbst für einen Klassemann wie ihn. Deutschland verzichtet heute, das hatte ich den Namen schon mal erwähnt, auf eine sehr gute Alternative am Kreis, muss verzichten. Krankheitsbedingt fehlt nämlich Yannick Kohlbacher. 10. Treffer von Juri Knorr. 10 Tore und die erste Hälfte ist noch nicht mal durch. Und das Besondere ist, der Mann hat 10 Versuche und er macht 10 Tore. Ja, das ist der Hammer. Gesichtstreffer würde ich mal tippen am Kopf bei diesem Versuch zu verteidigen. Goller entschuldigt sich bei Makeda. Ja, sollte Makeda annehmen. War keine Absicht dahinter, hat er auch jetzt angenommen. Ja, es ist unstrittig. Die linke Hand von Goller hat da überhaupt nichts verloren. Und deshalb gibt es zu Recht die Zeitstrafe gegen die deutsche Mannschaft. Das ist unerheblich, ob es Absicht war oder nicht. 2 Minuten, klare Sache. Cassano. Ja, Makeda rennt sich da durchaus fest. Er will immer in die Tiefe gehen. Der leichtfüßigste ist er natürlich nicht, aber ist ein klassischer. Ah, schade, Knorr steht im Kreis. Hat ihn schön rausgefangen, aber er steht da im Kreis. Ja, Makeda ist der typische Vertreter des spanischen Handballs. So Kleingruppenkram. Es gibt viele Handballer, die sagen, oh, ja, die Spanier spielen eigentlich sehr erfolgreich, aber schön spielen sie eigentlich nicht. Ballgewinn für die deutsche Mannschaft. Frenetisch gefeiert. Letzte halbe Minute und fast schon eine historische Chance für die deutsche Handballnationalmannschaft, 20 Tore im ersten Abschnitt zu werfen. Und das wohlgemerkt gegen die Spanier. Lukas Mertens. Wer traut sich? Uschitz. Oh, gut gemacht. Sie machen das Ding voll. 20:11. Meine Güte. War das eine erste Hälfte? War das eine erste Hälfte? Das hätte ich, bin ich ganz ehrlich, nicht für möglich gehalten. Wir müssen es auch nicht übertreiben, ja? Wir sind nicht bei einer WM, wir sind nicht bei einer Europameisterschaft, aber wir sind bei einem Spiel in voller Halle, in der Max-Schmeling-Halle gegen Spanien. Und die deutlich zugunsten der deutschen Mannschaft, zugunsten von Andreas Wolf ausgegangen ist. Und fast schon folgerichtig gibt es jetzt auch den Torhüterwechsel bei den Spaniern, denn der nicht so groß gewachsene, aber handballerisch großartige Gonzalo Pérez de Vargas beginnt jetzt im zweiten Abschnitt. Der Keeper des FC Barcelona. Spanien verteidigt weiter extrem offensiv. Uschitz macht er gut im Zusammenspiel mit Justus Fischer.
Witzke. Ja, den hat er. Gleich mal zu Beginn. Und dann ist das Tor zwar leer. Ja, der Treffer zählt nicht, das Nachsetzen. Denn da war der Fuß im Kreis von Odriozola. Natürlich Pech mit diesem langen Ball. Tor war leer. Aber der Ball geht zack da an den Pfosten. Übrigens der dritte Fehlwurf der Spanier aufs leere Tor. Das ist eine Menge. Kann schon einmal passieren, aber dreimal sieht man eher selten. Mertens macht den weiten Weg, um sich zu lösen. Und dann wieder schnell zurück, um eine Lücke zu erarbeiten für Knorr, der diese Chancen gerne nutzt. Und zwar nicht nur hier im Nationalmannschaftstrikot, sondern auch auf Vereinsebene bei den Rhein-Neckar Löwen. Knorr. Kam noch ein schöner Wurf raus unter Bedrängnis. Dusche bei. Treffer zählt. Ja, wäre kein Stürmerfoul gewesen. Schiedsrichter hat es angedeutet nochmal. Abwehrspieler im Kreis, aber der Vorteil läuft dann natürlich durch. Da wäre man auch ganz gern Mäuschen gewesen. Was Rivera da in der Pause gesagt hat, seinen deutlich größer gewachsenen Mannen nach dieser Abreibung. Und das war's in der ersten Hälfte. Witzke. Goller. Hat er sich den Ball geschnappt da eben, um zu verwandeln mit seinem vierten Treffer. Deutsche Mannschaft knüpft an. Hier, das schnappt dazu und sofort übergegangen in die Drehung mit der Wurfhand. Und das ist typisch Alfred Gislason, dass er die Bewegungen seiner Angriffsspieler fast schon imitiert, mitarbeitet. Ja, da kommt natürlich auch seine spielerische Vergangenheit heraus. Zweimal deutscher Meister ja auch gewesen mit Tusem. Also Tusem Essen. Abwehr im Kreis. Deshalb 7 Meter. Übrigens der erste 7 Meter in diesem Spiel für die Spanier. Deutsche Mannschaft hatte 5 im ersten Abschnitt. Ferran Solé gegen Andreas Wolf. Solé über 100 Länderspiele, fast 400 Tore erzielt. Und das kann er halt auch. Der zweimalige Europameister. Ganz elegant drüber gelegt. Da ist viel nicht Wucht drin, sondern die Erkenntnis, ah, Wolf taucht ab. Das ist übrigens nicht nur Till Klimke gerecht, sondern Matthias Andersson, eine Torwart-Legende, kann man sagen, auf jeden Fall. Und natürlich auch der Bundestorwarttrainer. Witzke. Knoch. Super. Ah, schade. Hat Goller nicht erkannt, dass er eigentlich total frei war. Aber so geht's natürlich auch. Christoph Steinert. Und hinten hat die deutsche Mannschaft schon wieder gewechselt. Köster spielt weiterhin. Da haben wir den Bild gerade gehabt. Nur den defensiven Part. Und das macht er gut. Im Verbund mit Goller. Und natürlich den auch den Halb. Damit Witzke und Steinert. Könnte die zweite 2 Minuten Zeitstrafe geben. Pardon, zweite 2 Minuten Zeitstrafe. So heißt es richtig. Ja. Schauen sich die Schiedsrichter gleich nochmal an. Also ich hätte das Foul jetzt nicht so hart interpretiert beim ersten Blick drauf, dass es mehr geben müsste als eine 2 Minuten Zeitstrafe. Ja, hat wohl wieder Makeda im Gesicht getroffen, könnte durchaus sein. Ist nicht hundertprozentig aufzulösen oder ging der Arm eher Richtung Schulter.
2 Minuten Zeitstrafe. Ja, aber mehr ist das auch nicht, finde ich. Ja, sie deuten es nochmal an. Der Griff geht an den Wurfarm. Ja, muss man gar nicht pfeifen. Hinnehmen, fertig. 2 Minuten Zeitstrafe. Müssen wir nicht weiter dramatisieren. Schlimm wäre es gewesen, wenn er dafür mehr bekommen hätte. Also das wäre daneben gewesen. Erster Treffer von Kauli Odriozola. Spielt in Nord übrigens auch der Ex-Club unseres ARD-Experten Dominik Klein. Ganz offensive Deckung gegen Knorr, das ist schon fast eine Manndeckung, sieht man ganz selten. Mertens. Stark. Zweiter Treffer von ihm. Hat auch nicht so super viele Chancen bekommen auf der Außenposition. Aber sie verteidigen diesen deutlichen Vorsprung, den es ja schon gab, zum Wechsel zur Pause. Also 20-11 stand. Jetzt immer noch 9 Tore vor. Deutschland weiter in Unterzahl. Und vorne sehen Sie es, diese extrem offensive, das ist eine Manndeckung, ja, gegen Juri Knorr in dieser Überzahlsituation. Ist mir da eine Frage des Trainers, was sagst du deinem Spieler? Soll er sich zurückhalten, Platz den anderen überlassen oder den Weg an den Kreis suchen? Tor ist leer, das ist einfach. Und Daniel Fernandes kennen wir aus der Bundesliga vom TVB Stuttgart. Das meine ich mit dieser Qualität, die die Spanier haben. Im Konterspiel auch eher ein ganz junger Mann, Jahrgang 2001. Erste, zweite Welle beherrschen sie eigentlich durchaus, aber kommt heute nicht zum Tragen. Fehler. Toller Pass von Pérez de Vargas. Der Treffer ist dann nicht mehr das Problem. Aber der Pass punktgenau, das kann auch Andreas Wolf. Aber schauen Sie mal hier, zack, wie der genau kommt und direkt in die Arme fällt. Das ist halt richtig gut. Und vor allem, Justus Fischer war ja schon da. Deutschland operiert mit 2 Kreisläufern, mit Golla und mit Fischer. Mertens. Boah, hat der lang gewartet. Wolf hat ihn. Es ist ein bisschen die kleine Zeit des Experimentierens. Die deutsche Mannschaft eben bei diesem letzten Angriff mit einem 7. Feldspieler. Bietet sich an bei dieser Klarheit im Ergebnis. Gut gespielt. Abel Sergio spielt im polnischen Płock und ja, da wissen die Magdeburger Fans gleich, was auf sie zukommt. Das ist nämlich der Gegner in der Champions League. Spanier haben einen guten Lauf aktuell, 3-0 in Folge. Stark gespielt von Knorr, war schwer zu verwerten. Ja, wäre nicht schlecht, wenn es jetzt eine kurze Reaktion mal gäbe, vielleicht auch eine Auszeit von Alfred Gislason, denn das Ergebnis wird jetzt doch ein bisschen knapper. Und zack, schon drückt er auf den roten Knopf. Den Buzzer nimmt die Auszeit als Reaktion auf diese Phase, die in den letzten Minuten nicht gut verlief. Wir hören zu. Danny, du bist halb. Herr Timo kommt wieder. Hey! Was machen wir mit 7-6?
Was machen wir jetzt? Weiter so bleiben? Ja, normalerweise, wenn wir 7-6 kommen, das kommt noch nicht. Wir machen erstmal nicht 7-6. Okay? Juri, du bist auf der Mitte. Rechts ist der Ogo und reinkommt kommt Julia. Du bist halb links. Ja? Okay? Und du bist am Ende. Mal gucken, ob die oben sind, ob die bleiben. Aber letztendlich ist es so. Das war ein gutes Chancen. Aber jetzt mal den Ball zu schnell weg. Wir kriegen nur die Kings noch nicht. Weiter, okay. Hey! Danny, einfach locker bleiben. Der ist viel zu irgendwas. Ja, es gibt auch keinen Grund, jetzt förmlich zu explodieren. Dazu waren die Eindrücke insgesamt viel zu gut. Aber trotz allem, Dominik, was läuft da gerade nicht so gut? Sucht mit einem siebten Feldspieler gegen diese offensive Manndeckung zu spielen, die gegen Juri ausgezeichnet wurde. Auch jetzt geht es damit weiter. Aber er bleibt jetzt dabei, dass er mit Julian Köster im Rückraum spielt. Und was nicht so gut geklappt hat, ist die technischen Fehler, um dann jetzt im leeren Tor den Ball wieder rauszuholen. Wir hoffen auf Besserung. Und jetzt also auch Köster mit den Möglichkeiten, nicht nur hinten sich zu beweisen, sondern auch vorne. Und auch zu unterstreichen, weshalb er diese besondere Bedeutung hat im Team von Alfred Islasson. Da haben wir ihn, Julian Köster vom VfL Gummersbach. Fuß, besser Freiburg für die deutsche Mannschaft. Und wenn ich Gummersbach sage, da geht mir immer das Herz auf, weil das ist ja irgendwie so ein Begriff. Handballtradition von früher. Großwaldstadt, Gummersbach. Boah, das waren Zeiten. Aber die Handballzeiten heute sind natürlich auch sehr, sehr imposant. Und so knapp in der Liga. Makeda, Freiburg. Den haben sie gut im Griff, finde ich. Obwohl der so bullig ist und der ist so schwer. Aber er ist auch so emotional, reibt sich da förmlich auf. Und an diesem Punkt muss man einen solchen Angreifer ja auch erstmal bekommen, dass der hadert. Wolf, getroffen am Kopf. Das könnte eine 2 Minuten Zeitstrafe geben. Da ging kein Foul voraus, sodass der Angreifer da irgendwie aus dem Gleichgewicht kommt. Achtung, ja, er ist frei durch und wirft dann Wolf und trifft ihn am Kopf. Und deshalb gibt es, da ist diese Möglichkeit da, Casado eine 2 Minuten Zeitstrafe. Es ist gut, das alles nochmal gesehen zu haben. Viel besser ist, Wolf steht wieder. Ich meine, da kommen Bälle angeflogen mit 100 Sachen und manchmal noch mehr. Ja, sie haben die Lippen lesen können. Boah, aber alles okay. Und es ist wichtig, das auch zu bestrafen. Die Feldspieler in die Gedanken kommen zu lassen, dass nicht zu riskieren. Juri Knorr, 11. Treffer. 24-18. Spanien nimmt den Torwart raus in dieser Unterzahl. Pérez de Vargas unten in der Wechselzone. Deshalb die Spanier mit dem 6. Feldspieler. Da haben wir ihn, Pérez de Vargas. Makeda. Garcia. Deutschland verteidigt gut. Nein, Deutschland verteidigt nicht gut. Sie verteidigen sehr gut. Zeitspiel droht. Jetzt noch den Ball gewinnen. Dann belohnen sie sich auch. Und zwar durch Andreas Wolf. Und die 8.204 Zuschauer sind voll da. Die Max-Schmeling-Halle hier in Berlin. Sie ist ausverkauft. Knorr gibt die 2 Minuten Zeitstrafe und den 7 Meter natürlich bei diesem Durchbruch von Juri Knorr. So, was macht er? Wirft er auch? Ist ja immer so eine Philosophiefrage. Wirft der Gefaulte selbst. Er hat natürlich alle richtig super reingemacht. Ja, der geht auch zur 7-Meter-Linie. Iñaki Pessina mit der 2. Zeitstrafe. Bislang 5 von 5 waren drin.
Den ersten, den er vergibt. Aber gegen wen? Gegen einen der besten Torhüter der Welt, der natürlich bei diesem 7-Meter-Duell eigentlich in der Außenseiterrolle ist, aber ansonsten ein fantastisches Stellungsspiel hat. Landin, Perez de Vargas, das sind klangvolle Namen. Und auch Andreas Wolf. Dritter Treffer von ihm, von Daniel Fernandes. Eingelaufen an den Kreis. 24-19. Die deutsche Mannschaft sollte sich belohnen mit einem Sieg heute. Vielleicht auch mit einem deutlichen Sieg. Golla! Yes! Auch er mit einer überragenden Quote. Köster mit diesem sehr guten Auge. Fünfter Treffer von ihm im fünften Versuch. Klar, Quoten sind nicht alles, ist auch sehr abhängig. Kreisläufer sind deutlich näher dran am gegnerischen Kasten im Vergleich zu einem Rückraumspieler. Makeda. Super Abschluss. Super Abschluss von Antonio Garcia. Garcia übrigens schon fast 40 Jahre alt. Wollen wir nicht vergessen, was der noch drauf hat. Oh, Makeda haben die Zuschauer irgendwie heute nicht so richtig lieb. Der bekommt die Pfiffe, Achtung, bei jeder Ballberührung. Aber das meine ich. Den hat man jetzt schon fast zur Weißglut gebracht. Bleibt dabei. Deutsche Mannschaft verteidigt das gut. Klar, 20 Gegentreffer, logisch, aber insgesamt in diesen Duellen sehen sie gut aus. Diesmal setzt sich Makeda durch mit seinem dritten Tor. Ja, es gibt eine Zeitstrafe. Weil er den Anwurf zu verhindern versucht. Das Publikum bejubelt diese Zeitstrafe. Ja. So, hier macht er den Treffer. Mal schauen, ob die Zeitlupe so weiterläuft. Dann schnell ab. Und jetzt hier unterbindet er den Anwurf. Ja, ist direkt in dieser Anwurfzone, da hat er nichts verloren. Die ist ja größer geworden durch eine Regeländerung zuletzt. Ja, und dann gibt es die 2 Minuten Zeitstrafe. Macht er sich alles irgendwie wieder zunichte. Golla. Er war ohnehin in diesem EHF Eurocup der beste deutsche Werfer. Hat ja zweistellig getroffen, beispielsweise gegen die Schweden in Mannheim, aber heute auch schon wieder mit seinem 6. Treffer. Liegt auch an sehr guten Anspielen. Klar, er muss beliefert werden, aber er macht sie auch rein. Und er muss erstmal richtig stehen. Stark. Das war ein toller Abschluss. Von Odriozola. Köster. Mertens wartet links außen, Ecken außen, ganz außen. Da kommt der Ball. Yes! Das war stark und es ist so typisch. Das ist Schule des SC Magdeburg. Das spielen sie gerne. Mertens. Und Steinert kennt das natürlich auch wenn er jetzt in Erlangen ist, aber er war ja auch beim SC Magdeburg. Und das ist längst etabliert auch als Spielhandlung der deutschen Handballnationalmannschaft.
Gassi. Nächster Block der deutschen Mannschaft. Auch das funktioniert besser im Vergleich zum Donnerstag in Schweden. Ja, das wird eine 2 Minuten Zeitstrafe geben, weil Goller den Fuß bewusst rausstellt, hat er sich sehr geärgert, hat er sofort gemerkt auch. Und es ist die dritte 2 Minuten Zeitstrafe und deshalb gibt es dann Rot gegen Johannes Goller. Muss er akzeptieren, weiß er Bescheid. Er macht den kleinen Schritt und dann ist es absichtliches Fußspiel und dann gibt es eben eine Zeitstrafe. Achtung, sehen wir jetzt gleich nochmal. Hier, da hält er den linken Fuß raus. Gibt es keine Diskussion. Und sie merken es auch. Ah, Mann, was habe ich denn da gemacht? Ja, genau. Ah ja, gut, passiert. Aber wir haben gesehen, wie wichtig Johannes Goller ist als Anspielstation. Zum einen am Kreis und welche wichtige Rolle er in der Defensive spielt. Und Deutschland hat jetzt noch über 13 Minuten zu spielen gegen Spanien. Wolf, den brauchen sie. Freiburg. Die Spanier verwickeln sich in ein echtes Kampfspiel. Viele 1-1-Situationen, viele Kleingruppen, typisch spanischer Handball. Guter Block von Köster. Klasse Anspiel auf die Linksaußenposition. Auf Daniel Fernandes. Es kann noch mal eng werden. Es kann noch richtig eng werden. Auch bedingt durch die rote Karte von Goller. Klar, Deutschland kann dann wieder ergänzen nach 2 Minuten. Mertens. Spiel läuft weiter. Witzke. Stürmerfoul. Ballbesitz der Spanier. Jetzt wird es richtig eng nochmal. Wolf war wieder draußen. Tor war leer. Übrigens, viele Zuschauer waren sehr früh am Mittag schon hier. Denn vor diesem Spiel gab es ja noch einen Test der U21-Nationalmannschaft. Das ist die Mannschaft von Martin Heuberger. Die haben toll gespielt gegen Ägypten. Das ist nämlich einer der Mitfavoriten der anstehenden Weltmeisterschaft, die ja in Griechenland und in Deutschland ausgetragen wird. Finale aber genau hier in Berlin, 37-32 gegen sehr gute Ägypter. Und die deutsche U21 hat ja auf einige Top-Kräfte verzichten müssen, weil die hier bei diesem Lehrgang mit dabei sind, bei der A-Nationalmannschaft und heute auch bei diesem Länderspiel. Steinert. Wolf ist wieder drin. So, was macht Alfred Gislason? Nimmt er seine dritte Auszeit, dann kann er keine Coaches Challenge mehr nehmen. Das sollte ja heute hier getestet werden. Aber eigentlich wäre es die Situation, kurze Verwirrung gerade bei mir, weil ich auf meinem Monitor nicht mehr das Spiel hatte. So, ist alles wieder okay. Ist geklärt. Sie haben es sicherlich und hoffentlich weiter verfolgen können, das Spiel. Knorr, Witzke, Steinert. Fischer jetzt am Kreis. Steinert, oh, ist der richtig gut im Spiel. Gonzalo Perez, der Vargas. Wie oft hat der das Tor schon vernagelt beim FC Barcelona und natürlich auch bei der spanischen Handballnationalmannschaft. Aber es sind genau diese Dinge, die in den letzten Wochen auffällig waren bei der deutschen Handballnationalmannschaft, wenn sie so deutlich verloren. Da gab es die Häufung von Chancen, die nicht genutzt wurden. Das hat heute ja insgesamt sehr, sehr gut bislang funktioniert. Duschebein. Thank you.
Schiedsrichter beruhigen das Ganze. Diesen Fight da am Kreis, in dem Luka Witzke mitverwickelt war. Der heute sein 25. Länderspiel überhaupt erst macht, muss man sagen. Wolf ist da. Bewahrt die deutsche Mannschaft davor, dass die Spanier auf einen Treffer rankommen. Das wird noch ein enges Spiel, Dominik, ne? Auf jeden Fall wird das noch ein enges Spiel, aber das kommt auch daher, dass Pérez de Vargas natürlich gerade ein bisschen über sich hinaus wächst und die deutsche Mannschaft einfach glasklare Chancen vergibt. Sollte Alfred Gislason die dritte Auszeit nehmen aus seiner Sicht? Ja, ihm ist diese Coaches Challenge, glaube ich, heute völlig egal. Das wäre mein Impuls. Denn da willst du ja jetzt deine Mannschaft zum Sieg coachen. Und dabei hilft sicher dieser Treffer von Witzke. Deutschland wieder mit 3 Tor und Andi Wolf. Das war Witzkes 50. Länderspieltor. Und das die Parade von Andreas Wolf. Toller Reflex. Noch 8 Minuten 15. Kastening macht erstmal den weiten Weg. Ganz kurzes Haar. Übrigens, Randnotiz, hält sich weiter im Kreis auf. Köster. Zeit spielt rum. 4 Pässe noch. Köster. Leichte Beute von Pérez de Vargas. Makeda. Dusche Ball. Nimmt das Tempo raus. Deutsche Mannschaft steht. Und formiert sich. Spanien verkürzt auf 2 durch Antonio Garcia. Und auf der anderen Seite schlägt schon wieder ein. Ich ärgere mich übrigens genauso wie Sie zu Hause, dass wir dieses Tor nicht gezeigt haben. Das liegt, und da bin ich jetzt mal gemein und offen, leider nicht in unserer Hand. Da geht das Tor vor, die Zeitlupe. Weiterhin sehr offensiv. Witzke. Schrittfehler. Ballverluste häufen sich. Makeda bringt Spanien wieder dran. Aber es sind nur 2 Tore. Fürs Selbstbewusstsein, das muss man ja nicht erwähnen. Wäre das so wichtig. Treffer zählt nicht. Gibt den Freiwurf für Juri Knorr. Es wäre ja der erste Sieg in diesem EHF Eurocup. Und man könnte die Spanier durchaus noch tabellarisch überholen, weil auch die haben bislang nur einen Sieg. Dann käme es auf den direkten Vergleich an. Sieger dieses Wettbewerbs übrigens sind seit gestern die Dänen, weil sie die Schweden im letzten Spiel gegeneinander bezwungen haben. Am Kreis jetzt Zechel, Tim Zechel vom HC Erlangen. Der soll das jetzt kompensieren, diese Lücke schließen, die Golla durch die rote Karte hinterlassen hat. Witzke, Knorr.
so wichtig, dieser 13. Treffer von ihm. Wieder 3 Tore plus. Und jetzt die Abwehr steht. Wir haben eben eingeblendet gesehen, 12, ich glaube es waren tatsächlich 13, so haben wir es auch bei uns mitgeschrieben und auf dem Monitor. Garcia. Die letzten 5 Minuten sind angebrochen, er mit seinem 5. Treffer. Bisschen Pech dabei, weil die deutsche Mannschaft durchaus ballorientiert verteidigt hat. Aber schauen Sie sich mal dessen Quote an. 11 Versuche und 5 Treffer. Kastelic hatte bislang kaum die Möglichkeit, seine Qualitäten einzubringen, weil das deutsche Spiel doch sehr fixiert ist auf die Kreisposition. So, jetzt nimmt Alfred Gislason dann doch seine 3. Auszeit. Hat lange gewartet damit. Und ich bin sehr gespannt, wie seine Analyse, seine Einstellung ausfällt. Wir hören zu. Ein Zweimann, doppelte Manndeckung und ohne Kreisverband. Dann müsst ihr versuchen, ein bisschen mehr in Bewegung zu kommen. Dass sie nicht nur du am Mann gegen Mann geht. Das heißt aber auch, gerade wenn Stein in den Ball, dass du hinkommst und der andere auf der Seite weggeht. Hey, aber so ist normalerweise ohne Kreis 4 gegen 4. Ist das eine sehr gute Sache. Okay? Aber nicht nur ein, zwei Pässe und man gegen Mann. Ich sage einfach, dass du mal ein bisschen Bewegung hast. Oh, hey, wenn der Korbe jetzt schaut, ruhig gerade. Komm, hey, ja, Alfred Gislason hat seine Mannschaft noch mal ganz speziell eingestellt auf diese Herausforderung mit den 2 offensiven Abwehrspielern der Spanier. Eigentlich, sagt man, ist das ein Entgegenkommen für die angreifende Mannschaft, weil die Räume sind ja durchaus da, die man dann auch im 1 gegen 1 beispielsweise nutzen kann. Also Knorr und Witzke werden offensiv rausgenommen von der spanischen Abwehr. Knorr löst sich dann an den Kreis. Die Lücke ist da und die nutzt er. Christoph Steinert. Schön lange gewartet und dann erfolgreich abgeschlossen. Die deutsche Mannschaft ist hartnäckig, verteidigt ihren Vorsprung, auch wenn er knapp ist. Und Wolf! Boah, das war mega! Das war eine sensationelle Parade! Schauen Sie auf den linken Fuß. Achtung! Zack! In Kopfhöhe! In Kopfhöhe! Und der Mann ist 1,98 groß. Großartig, Andreas Wolf. Köster. Komm, durchziehen. Freiburg. Köster, Knorr, sofort zugemacht. Steinert, Zeitspiel droht schon wieder. 1 von 4 Pässen, einer von 4 Pässen ist weg. Zweite, Knorr. Oh, das war super gespielt von Witzke auf Mertens. Yes. Unter Druck, so die Chance herauszuspielen, das ist toll. Schauen Sie mal, jetzt, hier, hinter dem Rücken, dann auf Mertens und der fliegt rein, 3. Treffer. Andreas Wolf übrigens, die Parade, die wir zuvor gesehen hatten, war die 13. von ihm in diesem Spiel. Zwei Minuten 15, ab jetzt, noch zu spielen, Makeda. Wolf, Parade 14. Ja, leider, leider. Zechel mit dem Fuß im Kreis. Deshalb der Freiwurf. Makeda.
Der fällt natürlich auch extrem schnell nach hinten um. Gut, dass die Schiedsrichter da nur auf Freiwurf entscheiden. Aber der Trainer der Spanier hat den Buzzer gedrückt, und zwar um eine Auszeit, auch seine letzte zu nehmen. 2 Minuten 7 ist Abwehr durch. Am liebsten ohne 2 Minuten, aber weiter im Kontakt, okay? Und vorne, weil 4 Zeit, ich gehe ganz offensiv, aber weiter ohne Kreisnummer, okay? Abfall am Ende. Jeder muss sofort bewegen. Jeder anbietet. Wir sind nicht drinnen. Los, komm in der Hälfte, 2 Minuten. So, also ich habe nur die deutsche Mannschaft gehört, aber nicht gesehen. Der sehnt den Sieg herbei. Das ist doch klar, Alfred Gislason, nach den Rückschlägen der letzten Spiele. Nach der Deutlichkeit der Niederlagen. Nach natürlich auch dieser schweren Verletzung von Paul Drucks, der eine große Bedeutung für die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat. Auch so als, ja, für den Team Spirit ein universell einsetzbarer Mann in der Abwehr so wichtig, auf der Halbposition und so weiter und so fort. All das waren ja Rückschläge. Aber heute ist so viel Positives wieder zurück, auch in dieser Halle hier, in der Max-Schmeling-Halle. Und Wolf mit der 15. Parade. Und jetzt sieht es sehr gut aus. Jetzt fahren sie das Ding nach Hause. Jetzt lassen sie es hier zu Hause. Zuschauer stehen. Sie stehen auf und vor ihren Plätzen. Knorr, Köster, Mertens. Ja, trifft den Gegenspieler, den Torwart am Kopf. Und dafür gibt es eine 2 Minuten Zeitstrafe. Wie wir es auch schon auf der anderen Seite gesehen haben. Köster, Mertens und hier der Kopftreffer. Auch wenn er nicht fest war. Dafür gibt es diese Regel. Ich finde sie gut, um die Torhüter zu schützen. Eine Minute und 15 Sekunden sind es noch. Deutschland wird dieses Spiel gegen Spanien gewinnen. Gibt eine 2 Minuten Zeitstrafe. Wieder ein Kopftreffer in der Verteidigung gegen Julian Köster. Wird den 28. Sieg einer deutschen Handball-Nationalmannschaft geben gegen Spanien. Früher war das in den 60er, 70er Jahren die Regel. Und dann wurden die Spanier so stark im Vorfeld der Olympischen Spiele 92 und anschließend natürlich auch. So, Deutschland nur noch mit 4 Feldspielern. Wolf bleibt drin. Also doppelte Unterzahl. Spanier bleiben trotzdem vorne. Wollen das Ergebnis nochmal korrigieren. Verkürzen zumindest. Zeit ist angehalten. Deutschland mit 8 Zeitstrafen insgesamt, obwohl das Spiel jetzt nicht übermäßig hart war. Aber es gab eben so ein paar unglückliche Kopftreffer. Und die müssen dann eben geahndet werden. Und die führen dann dazu, dass Deutschland heute häufig in Unterzahl spielen musste. Dahmke kommt jetzt noch mal ganz kurz aufs Feld, weil Mertens ja mit den 2 Minuten mit der Zeitstrafe draußen ist. Kastening. Steinert, Knorr. Letzten 40 Sekunden, Zeitspiel droht. Dahmke, das ist jetzt richtig wild. Ballbesitz für die Spanier. Knorr ist zurückgelaufen, aber das Tor ist leer. Könnten sie locker reinmachen, machen sie auch. Das wird dann vielleicht auch schon der Endstand sein. 32:30, die deutsche Mannschaft wird dieses Spiel gewinnen. Auch wenn die Zeit noch mal angehalten wurde. Klar, möglich ist alles. Wenn der Arm schnell hochgeht, der Schiedsrichter. Aber jetzt fahren sie das Ding rein. Freiburg. Aber das ist schon verbissen, wie die Spanier hier wirklich um jeden Treffer noch kämpfen. Zeitspiel. Ball zurückgelaufen. Das wird dann sofort geahndet. Also der Treffer, der zählt in jedem Falle noch.
War die Zeit nochmal angehalten? Ich glaube, sie klatschen sich alle ab. 32-31. Und das ist exakt das Ergebnis, das die deutsche Mannschaft im Hinspiel verloren hatte. Ja, da gewannen die Spanier. Also beide jetzt mit einem Sieg. Also der Eindruck der ersten Halbzeit war überragend. Und viele Teile der zweiten durchaus auch. Denn wir dürfen nicht vergessen, wer war heute der Gegner? Spanien, eine der erfolgreichsten Handballnationen der letzten, ja, man kann schon sagen, zwei Jahrzehnte.